Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Filmen leicht gemacht. Heute mit dem Thema Belichtungszeit. Was ist die Belichtungszeit und wofür brauchen wir sie? Das sehen wir jetzt. Wie du wahrscheinlich schon weißt, bestehen Videoaufnahmen aus mehreren einzelnen Bildern, welche schnell nacheinander abgespielt werden. Zum Beispiel bei einer Framerate von 25 FPS werden in einer Sekunde 25 Bilder erstellt. Die Belichtungszeit hierbei bestimmt, wie viele Sekunden jedes dieser einzelnen Bilder belichtet wird. Die Belichtungszeit wird in der Regel durch einen Bruch angegeben, also zum Beispiel ein 50stel. Das bedeutet, dass jedes erstellte Bild eine 50stel Sekunde belichtet wird. Logischerweise wird ein Bild mit einer kürzeren Belichtungszeit, also einem höheren Nenner im Bruch, dunkler. Zum Beispiel mit einer 120stel Sekunde erhältst du ein dunkleres Bild als bei einer 50stel Sekunde. Das Gute bei der Belichtungszeit ist, dass man hier in der Regel nicht allzu viel beachten muss, da man einen Wert einstellt, welcher doppelt so hoch ist wie die Framerate. Filmt man also zum Beispiel mit 25 Frames per Second, nutzt du eine Belichtungszeit von einer 50stel Sekunde. Filmst du mit 60 FPS, nutzt du eine 120stel Sekunde. Falls wir einmal mit 24 FPS drehen, müssen wir ein bisschen runden und die nächstmögliche Belichtungszeit auswählen. In diesem Fall ist das eine 50stel Sekunde. Das müssen wir machen, da die meisten Kameras so genaue Einstellungen wie beispielsweise eine 48stel Sekunde nicht zulassen. Die Faustregel der doppelten Framerate gibt es aus einem relativ einfachen Grund. Nämlich, die Belichtungszeit beeinflusst nicht nur die Belichtung unseres Bildes, sondern auch die sogenannte Bewegungsunschärfe. Filmaufnahmen mit 24 FPS und einer 50stel Sekunde Belichtungszeit wirken an einigen Stellen manchmal etwas unscharf, wenn sich Objekte schnell bewegen. Nutzt du stattdessen eine deutlich kürzere Belichtungszeit, verliert das Bild diese entsprechende Unschärfe, da jedes Bild noch kürzer belichtet wird. Bei einem Wert, welcher ungefähr dem doppelten Wert der Framerate entspricht, erhältst du eine Bewegungsunschärfe, die dem menschlichen Auge bzw. der Wahrnehmung des menschlichen Auges am nächsten kommt. Daher wird diese Einstellung genutzt, um Aufnahmen möglichst realistisch und authentisch wirken zu lassen. Halte dich am besten immer an diese Regel. Außer du hast einen speziellen Anwendungsfall, wie zum Beispiel, wenn du zu wenig Licht zur Verfügung hast, möchtest aber deinen ISO-Wert nicht in das Unendliche hochdrehen. Dann könnte man hier ein wenig mit der Belichtungszeit schummeln. Aber so viel zum Thema Belichtungszeit. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen, damit ihr in Zukunft eure Belichtungszeit richtig wählen könnt und auch richtig einstellen könnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Lernvideo unserer Videoreihe Filmen leicht gemacht. Danke und bis bald!